So, moin moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich habe so eine dicke, fette, schwere Kette mir besorgt. Fragt jetzt nicht, wo ich die her habe. Auf jeden Fall wiegt die um die 20 Kilo. Und damit möchte ich heute mit euch was richtig, richtig Tolles bauen, was ich so auf YouTube noch nicht gesehen habe. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ne? Es wird eine Stehlampe. Genau. Und wie du das machen kannst, das erfährst du in diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo habe ich so eine fette, mächtige Kette her? Ganz, ganz einfach. Googelt mal im Internet. Ihr könnt euch sowas auch online kaufen, beispielsweise bei eBay. Da werden die angeboten. Oder auch eBay Kleinanzeigen. Da habe ich eine ganze Kiste bekommen, 50 Kilo ungefähr, solche schweren Ketten. Wo werden die verwendet? Meistens im Bootsbau, beim Anlegen von Booten oder aber auch beim Abschleppen von LKWs oder sowas in der Art. Was ich euch empfehlen kann, nimmt ruhig eine Stahl- bzw. eine Eisenkette, keine verzinkte Kette, wie jetzt hier im Bild zu sehen ist. Verzinktes Material ist wirklich hoch giftig, wenn ihr da schweißt, da entstehen ganz, ganz giftige Dämpfe und Gase. Das kann ich euch nicht empfehlen. Nehmt euch eine aus Stahl, die dementsprechend total rostig ist. Da könnt ihr sicher sein, dass das Stahl ist. Und diese Kette nutze ich jetzt und möchte daraus, wie gesagt, eine Stehlampe bauen. Und ihr seht jetzt oben die ersten zwei Glieder, die muss ich jetzt erstmal wegflexen, weil die vom Durchmesser her dünner sind als das untere, dicke Glied. Und in diesem Glied möchte ich natürlich die Lampenfassung anbringen. Die Lampenfassung hat hier unten ein kleines Gewinde, ein 10er Gewinde. Und das wird dann nachher auf dem letzten Glied raufgeschraubt. Und bevor wir das Ganze jetzt zusammenschweißen, müssen wir nämlich erstmal das Gewinde schneiden. Um ein Gewinde zu schneiden, brauchen wir eigentlich in der Regel nicht viel. Jetzt fragen sich bestimmt viele, warum machen wir das nicht später? Ganz einfach, wenn ich das jetzt miteinander verschweiße, dann kann ich diese Kette ja nicht mehr unter meine Tischbohrmaschine spannen. Und dann wird es ziemlich schwer, hier oben ein Loch reinzubohren, vor allem per Hand, weil das ja hier ungefähr so 15 mm dicke Stahl sind. Um ein Gewinde zu schneiden, benötigt ihr ein Metallbohrer, ein Gewindeeisensatz und natürlich Schneidöl und einen Senker. Bevor wir loslegen, brauchen wir erstmal das Gewindeaußendurchmesser. Das sind jetzt hier 10 mm. Und das ist jetzt die Fassung und die soll später dann hier an den letzten Glied reingeschraubt werden. Und hierdurch geht dann das Kabel. Dazu brauchen wir jetzt einfach einen Metallbohrer, den wir uns jetzt hier einspannen werden. Und dafür verwenden wir einen Schraubstock, denn bei solchen Metallarbeiten solltet ihr immer einen Schraubstock verwenden. Es ist nämlich sehr, sehr gefährlich, wenn ihr das ohne macht und euch das Material aus der Hand gerissen wird. Dann sieht das nämlich ganz schön böse aus. Und ihr solltet natürlich darauf achten, dass das Ganze gerade eingespannt ist und wirklich ganz, ganz fest. Und dann nehme ich jetzt hier einen Vorkörner. Habe ich leider nicht. Oh, dann lassen wir das Ganze. Ihr müsst euch vorstellen, das Ganze sieht so aus, ist vorne spitz. Damit könnt ihr das ganze Material vorkörnen. Sprich, wir schlagen eine kleine Vertiefung ein. Und das dient dann für unseren Bohrer, für unsere Bohrspitze, damit der Bohrer nicht verläuft. Damit wir wirklich auch exakt in der Mitte hineinbohren. Wenn ihr das Ganze ganz, ganz langsam macht, wie ich jetzt hier im Bild oder euch gleich zeigen werde, dann braucht ihr das Ganze nicht. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ihr müsst das Ganze schmieren. Am besten mit einem vorgesehenen Schneid- und Bohröl, damit erstmal A, der Bohrer nicht drunter leidet und B, ihr nicht unnötig lange bohrt. So, nachdem wir das Ganze dann gebohrt haben, geht es auch gleich weiter. Achtung, es ist warm und jetzt nicht rüberwischen mit der Hand. Ansonsten kann es sein, dass ihr durch den Grat euch irgendwie einen Splitter zufügt oder euch schneidet. Wir müssen nämlich jetzt das Ganze noch einmal entgraten. Und das machen wir mit einem Senker. Und der Senker senkt dann das Bohrloch bzw. das Kernloch. Und ermöglicht uns dann, das Schneideisen bzw. den Gewindeschneider hier langsam einzusetzen bzw. dass der nicht wegdriftet oder schief eindringt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr diesen Schritt macht. Übrigens, so sollte die Metallspäne dann aussehen, wenn ihr wirklich scharfe und vernünftige Bohrer habt und die auch richtig geschliffen sind, dann habt ihr alles richtig gemacht.
finde das immer schön, wenn man so kleine Tannenbäumchen in der Hand hat und weiß, das Bohrergebnis ist richtig gut geworden. Um jetzt das Gewinde zu schneiden, geht ihr wie folgt vor. Wir suchen natürlich unser Gewinde jetzt hier raus. Wir können von M3 bis M12 das Ganze schneiden. Wir brauchen jetzt ein 10er Gewinde. Dementsprechend haben wir 10 Gewindeschneider. Und die unterscheiden sich ganz, ganz klar voneinander. Und zwar seht ihr unten ein, zwei Ringe und einer ohne. Sprich, der mit dem ersten Ring, das ist unser erster Schneider. Danach folgt der zweite und dann der dritte. Und damit schneiden wir dann jetzt unser Gewinde rein. Und wie wir das Ganze jetzt machen, darauf gehe ich jetzt nicht so ein. Also das Ganze ist wirklich sehr, sehr einfach. Wir setzen den ersten an. Wichtig ist, dass der wirklich gerade sitzt. Und dann sind die ersten Schnitte sehr, sehr schwer. Und da müsst ihr, am besten übt ihr ein bisschen. Ihr müsst auf jeden Fall das Eisen gerade ansetzen und mit einem Winkel kontrollieren. Und dann setzt ihr zwei, drei Umdrehungen rein und dann geht er wieder eine Dreiviertel zurück. Das macht ihr, bis ihr komplett drinne seid, also einmal komplett durch. Und dann wiederholt ihr das Ganze mit dem letzten. Also ihr habt dann drei Vorgänge, die ihr machen müsst. Und dann, wenn alles funktioniert hat, habt ihr dann das Gewinde reingeschnitten. Wenn dann alles geklappt hat mit den drei Durchgängen, dann habt ihr das Innengewinde fertig geschnitten. Ich verwechsel das immer mit Innen- und Außengewinde. So, und dann könnt ihr auch jetzt diese Fassung mal hier probeweise reinschrauben. Und, ja, ein bisschen schwergängig? Nee, Quatsch, war noch ein Span drin. Ja, man sollte das vielleicht vorher nochmal mit einer Druckluftpistole auspusten, damit auch der Span rausgeht, der letzte. Aber es funktioniert schon mal. Sehr schön. Ja, jetzt können wir loslegen mit den Schweißen. Weil das Ganze sieht nämlich ziemlich stark nach Regen aus. Und ich habe nämlich echt Angst, dass hier gleich was runterkommt. Und wie gesagt, das ist ziemlich komplex, ne? So, wo ist es hier? Minus? Da. Plus. Und ein kleiner Trick 17, ihr nehmt euch einfach einen hohen Punkt und hängt die Kette auf und dann hängt die auf jeden Fall gerade und ihr könnt dann die Glieder miteinander verpunkten bzw. verschweißen. Könnt ihr mich sehen? Bin ich scharf? So gefühlte 5 Stunden später habe ich das Ganze fertig geschweißt. Natürlich müsst ihr darauf achten, wenn ihr so eine Kette zusammenschweißt, die einzelnen Glieder, da reicht nicht nur ein Schweißpunkt, sondern ihr müsst mehrere setzen. Ansonsten fängt das Ganze an zu wackeln wie eine Feder. Ich zeige euch das mal kurz hier. Also das jetzt... So, und jetzt seht ihr, es wackelt so ein bisschen und das ist ganz, ganz normal. Aber wie gesagt, ihr müsst wirklich mehrere Schweißpunkte setzen. So, ich werde jetzt die ganze Schlacke entfernen. Danach werde ich das Ganze mit einer Metallbürste schön sauber polieren, beziehungsweise den ganzen Rost und die ganze Schlacke hier entfernen. Und danach werde ich das Ganze mit einer Metallgrundierung grundieren und danach schön schwarz-matt lackieren. Wer den Vintage-Look haben will, beziehungsweise das Rustikale mag, lässt das Ganze so, wie es ist. Stellt jetzt vielleicht den Regen, streut ein bisschen Salz drauf und wartet ein, zwei Wochen ab. Dann ist das Ganze schön rostig und dann könnt ihr das Ganze auch so weiterverwenden. Fertig lackiert. Ich weiß, sieht ein bisschen ulkig aus, das Ganze. So, jetzt legen wir los. Ich habe jetzt hier, also wir kümmern uns um die Verkabelung. Ich habe jetzt hier ein Kabel genommen, so ein Vintage-Kabel mit so Bakelitschalter. Gibt es auch bereits fertig online zu kaufen. Also ihr müsst das jetzt nicht selber verkabeln. Ich gehe jetzt auch nicht wirklich drauf ein, wie man das Ganze verkabelt. Und dann die Lampenfassung in Kupferform. Schrauben wir erstmal das Gewinde rein und dann schließe ich alles an. Noch eine passende Glühbirne rein.
Und fertig ist die Standlampe. Zack. Funktioniert. Klasse. Ja, das Schwarz in Schwarz sieht auch ganz cool aus, ne? Ja, ich denke mal, das können wir so lassen. Und die Lampe bekommt Juliette. Ja, ich hoffe, du freust dich über die Lampe. Und für alle anderen, die jetzt Bock bekommen haben, die Lampe nachzubauen, wenn ihr euch ein E-Schweißgerät zulegen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr meins beispielsweise verlinkt, bin ich sehr, sehr mit zufrieden. Aber was ich euch unbedingt noch ans Herz legen möchte, zieht langärmelige Kleidung an und besorgt euch wirklich einen guten Schweißschirm. Ich habe nämlich hier einen fetten Sonnenbrand bekommen und diese Strahlen, diese Schweißstrahlen sind wirklich lebensgefährlich bzw. sehr, sehr gesundheitsschädlich. Krebsrisikofaktor glaube ich ganz, ganz hoch. Und das wollen wir ja nicht. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder 19 Uhr. Euer Mr. Handwerk auf YouTube. Und viel Spaß beim Nachbauen.